Mal sehen, wann er umspringt und sagt, ich soll oben lang fahren. Ist hier ein Fluss oder was? Ja, hier ist ein Fluss. Aha, okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Noch sagt er, ich soll wenden. Mal sehen, wie lange noch. Bestimmt nicht mehr lange. Springt bestimmt gleich um. Und sagt, ich soll oben rumfahren. Müsste zumindest eigentlich. Wär sinnvoll. Ja, jetzt hat er's. Jetzt hat er die Route gefunden, die ich fahren will. So, jetzt ist es natürlich spannend, hier lang zu kommen. Mal sehen, wer mich dann rauslässt. Ich fahre jetzt einfach. Dankeschön fürs Rauslassen. Finde ich sehr nett von dir. Hast du toll gemacht. Gib ein Bienchen. So. Jetzt haben wir natürlich die Zeit gehabt, das hier zu machen. Und ich habe das jetzt auch in der Stadt nur gemacht, weil wir hier wahrscheinlich nie wieder hinfahren werden. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier vorbeikommen, sehr gering ist. Wir wissen aber, dass wir hier unten irgendwie neue Staaten haben. Es ist dann eher wahrscheinlich, dass wir da langkommen, aber wie gesagt, nicht so häufig. Deswegen habe ich das jetzt mal gemacht. Das mache ich natürlich sonst nicht. Keine Sorge, ich mache das jetzt nicht in jeder Stadt. Ich finde es eigentlich schade, dass man hier nur einen Betrieb hat in der Stadt. Es gibt Städte, da hat man gleich 10 oder 15, sage ich jetzt mal grob über den Daumen. Stimmt natürlich nicht. Aber zumindest so 8. Oder auch wenigstens 5 und hier hat man gerade mal einen. Das finde ich ein bisschen schade. Ein bisschen schade ist das schon. Ich weiß gar nicht, was wir hier überhaupt haben. Ich werde es gleich sehen. Was es ist. Ein Bauernhof scheint das zu sein. Ich hoffe, wir können auch von hier aus wieder eine Ware mitnehmen. Ach, wobei, wir sind ja frei und ungebunden. Nehmen wir das. Das bringt uns wenigstens ein bisschen was. So. Schwupp, schwupp, schwupp. Errungenschaft, Company Collector. 6000, das ist gar nicht mal so wenig. Und wir sind sogar ein Level aufgestiegen. Was machen wir da? Ich würde sagen, wir machen... Was haben wir denn hier so schönes? Brennbare Stoffe. Entflammbare Stoffe, vielleicht, das klingt auch nett. Das machen wir. So, Weltkarte. Schneller Auftrag natürlich. Von hier unten gibt es nach Bakersfield und nach Barstow. Was gibt es generell so? Ja. Quecksilberchlorid. 3000 für so eine kurze Strecke, oder? Knapp. Ja, das sieht doch schon nett aus. Oder fahren wir hier von hier unten was? Das bringt natürlich weitaus weniger, als wenn ich hier jetzt dieses Quecksilber oder so fahre. Können wir sogar nochmal darunter. Aber ich glaube, ich fahre diesen Auftrag jetzt. Quecksilberchlorid. Nach Bakersfield. Auch wieder so ein schöner Anhänger. Wieder Licht machen. Hau ruck. Was steht hier eigentlich für ein cooler Anhänger? Der ist ja auch nett. So. Wie fahren wir da denn? Wir fahren von Prim aus. Wollen wir da hier oben lang fahren? Da fahren wir mal da oben lang. Einfach weil es Stil hat, nach Bakersfield da hoch. Gut. Können wir immer so ein bisschen was mitnehmen zum Erkunden. Immer so ein bisschen was ist besser als irgendwann alles oder einfach mal gar nichts. So. Ah,
Ah, wir fahren jetzt wieder mit dem Kennwürfel, nicht mehr mit dem Peterbilt. Muss ich mir also wieder mein Display einstellen. Huch. So. Schwuppdiwupp. Oh, hier sind nur 30. Naja. Fällt niemand auf, wenn ich mal ein bisschen schneller fahre hier außen. Das ist nicht ganz so tragisch und nicht ganz so dramatisch. Muss dann gucken, wenn wir in Bakersfield sind, dass wir auch nochmal so einen kürzeren Auftrag aufnehmen. Kürzeren Auftrag annehmen. Damit wir dann auch in Folge 20 unser LKW kaufen können. Damit ich das dann nicht verpeile. Der ist ja auf meiner Spur. Das wäre schlecht gewesen. So, nach dem zweiten LKW sollten wir fahren können. Ja. Das funktioniert. So. 55 mal 85 oder 65, 65 sind hier erlaubt. Die können wir dann ruhig auch fahren. Aber ich glaube, so schnell sind wir nicht auf Tempo mit unserem doch etwas längeren LKW. Jetzt darf man 80 fahren. 80 Meilen die Stunde. Ist auch gar nicht mal so ein schlechter Wert. Wieso hängt er sich denn immer auf? So. Das finde ich nicht schön, dass der sich immer aufhängt. Ja, Randstreifen, guten Tag. Dich kenne ich auch noch. So gut. 55 nur noch, schade eigentlich. Die Freude an den 80 Meilen pro Stunde war nur kurz. Leider Gottes, muss man ja mal so fairerweise sagen. Oh oh, ich sehe was ganz Böses namens Berg. Das ist nicht so schön. So. Jetzt muss ich mich beeilen. Das passiert, wenn man kurz mal nicht am Lenkrad ist und sich mal was zu trinken holt. So. Im Stehen möchte ich natürlich auch nicht fahren, jetzt brauche ich meinen Stuhl. Stuhl, komm mit. Ach je. Erstmal durchs halbe Zimmer mit dem Stuhl gerollt und sich dann wundern, warum man nicht mehr auf der Spur fährt. Naja. Aber ich brauche mal was zu trinken. Das muss auch mal sein. Sonst ist mein Hals zu trocken. Nicht berühren, bitte nicht berühren. Denk grad so. Dann erstmal Prost. Ja, gut. Das Lenkrad ist schneller als ich bin erzählen. Ich glaube, das Lenkrad will Alleinunterhalter werden. So laut wie das mittlerweile schreit. Oder vibriert und brummt. Möchte das wohl auch mal was sagen. Jetzt juckt mein Ohr, das finde ich nicht okay. Let's Player-Krankheit, juckendes Ohr. Oh, hier gibt es sogar eine Zweispur. Ist der jetzt dreispurig geworden hier, der Highway? Ist ja auch cool. So wird aus einem zweispurigen Highway ein dreispuriger Highway. Oder auch nicht. Oder eben auch nicht. Ich wollte schon sagen. Wäre auch zu schön gewesen. Ja. Wieder mal die falsche Taste erwischt. Ach, wisst ihr was? Ich will jetzt nicht durch Barstow durchfahren. Ich will jetzt einfach nur geradeaus durchbrausen. Ich will jetzt mal geradeaus durchbrausen. Das kostet uns sonst zu viel Zeit. Und Zeit ist Geld. Und Geld brauchen wir für unseren LKW. Denn umso mehr Geld wir haben, umso schöner können wir ihn auch ausstatten. Was wir schließlich wollen. Wir wollen ja nicht mit so einer kleinen Gurke durch die Gegend fahren. Das macht ja auch nicht Spaß. Wir wollen ihn ja dann schon etwas schöner gestalten. Ja, bei Nacht zu fahren ist hier immer so entspannend, finde ich. Gerade wenn so die Musik dudelt, das ist so. Dann ist nicht allzu viel Verkehr. Es leuchtet überall mal ein bisschen was. Das macht Spaß.
Merke ich im Schlagsimulator nach wie vor, bin ich der Meinung, ein sehr zu empfehlendes Spiel. Gerade auch wenn man einfach nur so ein bisschen hin und her fahren will, wo es nicht unbedingt sich extrem konzentrieren will bei einem Spiel. Bei Omni ist das ja auch so, muss man immer gucken, Ampel hier, Haltestelle da, nicht zu schnell fahren, dass man auch noch richtig bremsen kann. Und hier ist einfach so Tempomat reinhauen und einfach nur fahren, ein bisschen lenken, dann funktioniert das auch. Das ist halt ganz entspannt bei dem Spiel, was ich auch wirklich schön finde. Ja, wer halt mehr der Freund von europäischen Trucks ist, der kann halt auch auf den Euro Truck Simulator gehen. Wobei ich da noch das Skandinavien DLC definitiv empfehlen würde, weil da ist einfach das Gestaltungsniveau so wie hier. Also wesentlich höher beim Euro Truck Simulator, ist das noch nicht so top gewesen, der, also Euro Truck Simulator 2, muss man ja sagen. Der ist ja vom Gestaltungsniveau auch her schon gut gewesen, grafisch auch Hammer, aber Skandinavien hat da schon ein sehr hohes Maß angesetzt und American Truck Simulator hat dieses Maß halt fortgeführt. Und das ist halt wirklich äußerst schön gemacht. Und wirklich richtig gut. Also an alle, die gern mal Truck fahren würden. Die Investition der 20 Euro sind es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ist es definitiv wert. Also. Übrigens auch verspätet ein schönes Ostergeschenk. Also verspätet gesagt. Ostern ist ja jetzt schon wieder vorbei, wenn ihr die Folge seht. Ich hab's noch vor mir. Aber es sind auch nicht mehr so viele Tage bis Ostern. Naja. So. Ich sehe nämlich nicht, ob der Wagen hinter uns ein Polizeiwagen ist. Wenn, dann habe ich nämlich die Arschkarte. Wenn nicht, dann ist alles okay. Und es ist kein Polizeiwagen. Okay, dann ist es auch egal gewesen. Aber ich sehe gerade, wir sind schon da. Hier ist die Tankstelle. Und wir fahren jetzt noch hier rum. Und dann sind wir nämlich da hinten, wo es so qualmt, sind wir schon da. Werden wir auch noch verfolgt? Nein, oder? Nein. Das sehen wir nämlich auch schon in unseren leicht aufblinkenden Kreis auf dem Navi. Für die kurze Strecke eigentlich, knapp 4000 zu kassieren, ist doch richtig gut eigentlich. So kann man gut Geld verdienen, gerade eben mit diesen ARD-Klassen. Also Gefahrstoffklassen lässt sich das wirklich gut machen. Und da kriegt man wirklich auch ordentlich Geld. Deswegen mache ich sowas eben gerne zu Anfang auch mit. Weil man da halt auch wirklich gut verdienen kann. XP gibt es da halt nicht so viel, weil es geht ja auf die Streckenlänge, die XP. Und auch ein bisschen auf den Gefahrgut. Gerade also man bekommt Schulden ein bisschen mehr, aber halt nicht dementsprechend, wie wenn man eine lange Strecke fahren würde. Aber man bekommt halt mehr Geld. Und in erster Linie ist es hier ja ein bisschen das Geldthema, was man hat. Im Vordergrund von weniger das XP-Thema. So, wo wollen wir denn unseren Auflieger hinstellen? Mach mal hier. Bringt zwar jetzt auch nicht so viel XP, also ich könnte ja jetzt die Zeit, die wir gespart haben, so geschauerweise da rein buttern ein bisschen, aber das machen wir dann, wenn wir einen eigenen LKW haben. Jetzt heißt es noch ganz viel Geld verdienen möglichst, damit wir eine schöne Ausstattung haben. Ach ja, ich weiß ja auch, was ich vorhin falsch gemacht habe. Ich habe auf Eingabe gedrückt und nicht auf T. Deswegen haben wir nicht zusätzliche XP noch bekommen. Ich war auch ein bisschen perplex da. Einfach so egal. So, jetzt haben wir schon 42.000, das ist richtig gut. So, wo soll's denn hingehen? Da waren wir schon, da waren wir auch schon, da waren wir auch schon, da waren wir auch schon. Reno waren wir noch nicht, das ist mir aber zu weit jetzt die Strecke. Gibt's nicht irgendwo eine kurze Strecke, wo wir noch nicht waren? Ach je. Jetzt geht das Suchen los. Stockton, da waren wir auch schon. Ich würde gerne dahin fahren, wo wir noch nicht waren. Nach Elko. Das würde gehen. Ein Raupenbagger. Merken wir uns mal den Raupenbagger. Hier fahren wir nach
ist dann Raphael. Wie viel bringt es der Raupenbagger? 4-3. Nein, 4-3 bringt uns der Raupenbagger. Hier 9. Ein Traktor. Na komm, nehmen wir den Auftrag. Knapp 5 nochmal, da sind wir dann ungefähr bei 47.000, knapp 50.000. Da kann man mit 150.000 kann man sich da schon was Gutes kaufen. Weil wir nehmen ja einen 100.000er Kredit auf. So, jetzt haben wir nochmal einen anderen Peter, jetzt haben wir nochmal eine Peterbilt, einen klassischen. Genau, dann fahren wir hier oben lang durch Reno am besten durch. Fahre ich mal hier lang. Da haben wir nämlich auch hier das Ding noch erkundet. Und dann nach Reading oder Reading, wie man es auch mal haben will, haben wir da das Ding auch noch erkundet. Da wird das jetzt eine Erkundungstour so gesehen. Was ja auch cool, dass die hier wirklich drinnen stehen, unterm Dach so gesehen. Das sieht ja cool aus mit dem Dings hinten drauf. Mit dem Traktor hinten drauf. Das war jetzt natürlich ganz schlau. Ihr habt gesehen, ich habe das Auto nicht mitgenommen. Ihr habt es gesehen. Das nenne ich mal Hitbox. Okay, also sind schon mal 500 weg. Das ist natürlich auch nicht gerade schön. Das geht schöner. War jetzt ein bisschen ungünstig, dass wir den mitgenommen haben.